Klaus Küter ist am Telefon. Herr Schönen guten Küter. Tag, Herr Herles, die Damen und Herren. Schönen Gruß aus Lübeck. Ich höre Ihnen ja jeden Sonntag zu. Egal, das ist gut wer so. Da sitzt. Sie erzählen uns, wir können uns nicht mehr auf Trump verlassen, die NATO. Wir müssen uns militärisch schützen. Europa ist bedroht. Wir müssen Europa schützen. Sagen Sie, ich habe noch nicht einmal von jemandem gehört, wer will jetzt Europa angreifen? Wer will Europa vernichten? Putin gehört zu Europa, Russland. Wer greift Europa an? Die USA, Asien, Afrika, Australien. Sagen Sie doch mal, wer uns angreift und uns vernichten will, weil wir uns ja stärken müssen. Dankeschön, Herr Güter. Wo Vielen ist das? Dank. Und schönen Tag in Lübeck. Wo ist das? Ihnen auch. Wo ist das Bedrohungspotenzial, ist die Frage. Warum brauchen wir europäische Sicherheit, mehr gemeinsame Sicherheit? Also ich glaube, dass wir einfach in einer sehr unsicheren Welt leben, in der mehr als vielleicht noch vor 30 Jahren, also als der Kalte Krieg herrschte, es wieder möglich ist, dass bewaffnete Konflikte jedenfalls greifbar sind. Ich sehe, dass Russland durchaus aggressiver ist als früher, wenn ich jedenfalls die Zeit, sagen wir mal, von Gorbatschow bis heute mir anschaue. Ich sehe, dass der Nahe Osten alles andere als befriedet ist und sehe, dass die Kämpfe des IS zu uns hinüberschwappen, um es gelinde auszudrücken. Aber selbst wenn wir keine massiven Feinde haben, die uns vernichten wollen, wie Sie sagen, glaube ich, brauchen wir einfach eine gewisse militärische Stärke, um unsere Grenzen zu verteidigen, um unsere Werte zum Teil zu verteidigen. Und das halte ich für nötig.